darf zum ersten Mal gegen Venus Williams spielen. Die Bondarenko-Schwestern, die eine gemeinsame Homepage haben, die allerdings, wenn man den Ankündigungen dort glauben darf, eingestellt wird. Sehr schade eigentlich. Die Blogs sind in Russisch geschrieben, mit dem Hinweis, man findet bestimmt einen netten Übersetzer im Internet, einen Online-Translator. Ein Service dieser Art gibt es natürlich. Ein bisschen Mühe probieren, musste auch ein bisschen kämpfen um dieses Aufschlagspiel und kommt so in dieses Match rein. In ein Match gegen eine Dame, gegen die sie im Einzel noch nie gespielt hat, aber es ist gar nicht so lange her, da standen sich die beiden Schwesterpaare gegenüber. Das war bei den Olympischen Spielen im Halbfinale immerhin. Das Endergebnis kennen Sie, denn die Williams-Schwestern wurden Olympiasiegerinnen, besiegten im Halbfinale die Bondarenkos mit 4